Hi-ho, meine Damen und Herren, liebe YouTube-Community, hier ist MagicalSC2 und mein Name, ja, der ist Mama Kiffer und neben mir, ja, steht da sogar HiGLF und der Name meines Kollegen. Mein Name ist Darkzerg und ja, heute sehen wir ein Spiel Mamba Kiffer gegen Yusu, nennen wir ihn einfach mal. Und das ist ein Spiel, was Mamba Kiffer gespielt hat und der wird euch mal dazu ein bisschen was erzählen, denke ich mal, die Minuten jetzt. Genau, ja, es ist auch so ein ganz normales Ladder Game aus der Silberliga und ich habe es deshalb gemacht, weil es recht spannend ist und recht coole Action bietet und halt auf einer der neuen Maps ist und das, denke ich mal, recht, ja, gut zu casten ist, weil ja, man dann nochmal ein bisschen mehr darüber reden kann, ja. Ja, mal interessant, einfach mal zu sehen, wie hier manche Echsen gestellt sind auf den neuen Maps oder beziehungsweise welche trickigen Spots man hier erwischen kann, was gut für Terraner, was für Protoss ist. Deswegen auch mal interessant zu sehen, dass wir das mal hier casten können. Ja, vor allem auch die Spielperspektive ist ja hier entscheidend, dass man sieht, dass zum Beispiel die hinteren Teile der Echse-Schnur bisher unsichtbar sind. Das bedeutet, da könnte jetzt gerade der Protoss, der da jetzt ankommt, einen schönen Pfeilen hinsetzen. Und da kann man also richtig schön viel spielen. Der Protoss kann hier viel Action machen und kann ja auch wirklich gerade durch die Wälder, die hier auch sind, so überall Pylonen hinsetzen, die man jetzt nicht sofort sieht. So, da knabbert der mein SCV an und da denke ich mir, nö, steck weg. Und dann stellt er sich da auch noch so klassisch hin, dass ich ihn dann wirklich aus allen Richtungen dann umzingle und ihn dann hier wegbashe. Da hast du ihn niedergelötet. Ja, genau, da habe ich ihn mit meinen Dremel, die aber bei diesem komischen Teil vorne dran ist, so richtig schön weggebumst. Und da kommt jetzt das erste. Wir beide spielen quasi gleichzeitig, denn wir spielen ein Bild, oder ich spiele hier ein Bild, was ich mir ein wenig angeeignet habe und hier glücklicherweise halbwegs funktioniert. Es hat zwar nicht ganz so die Effektivität gehabt, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Normalerweise ist es ein Timing-Push, der aber hier in die Hose gegangen ist. Aber trotzdem konnte ich das Spiel zum Glück noch retten. Oder zumindest so halbwegs. Oder naja, wir werden einfach mal sehen, wie es wird. Und ja, zwar spielt man einen Raven, Space Marine, Banshee, Siege Tank pusht, also ja, mein Space Marine geht da vorne mal rumgucken und hat hier Laufwege gesetzt, um dann mal hier zu gucken, ja, wo denn hier sich vielleicht mit Pfeilen befindet, aber noch einmal kurz hinter den Wäldern geguckt, aber da ist auch nichts und dann hatte sich die Sache auch schon und dann konnte er wieder nach oben gehen. Wie man Makifer schon erwähnt hat, er hat sich jetzt schon zwei Gase genommen für seinen frühen Push und beim Protoss sehen wir erstmal nur ein Gas, also ganz klassisch aufgebaut. Ich denke mal nicht, dass du jetzt rechnet, dass du jetzt mit so einem Push kommen wirst. Ja, der leider kein Push wird, aber ist es trotzdem eine lustige Build, oder es funktioniert eigentlich besser, aber irgendwie hat es in diesem Spiel kaum unkonzentriert oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, der zweite Gas nehme ich nur mit einem Worker, weil ich nicht so viel Gas jetzt am Anfang brauche. Ich werde es dann, jetzt besetze ich es voll, aber war halt am Anfang nicht ganz so nötig. Ja, Factory kommt und dann kommt direkt als nächstes das Starport und dann kommt da noch Tech Clip dran überall. Jetzt aber erstmal eine Echse, die ja am Anfang mal, ich finde dadurch gutes Neues, mehr Income und das kann hier entscheidend sein. Der Stalker macht sich da jetzt mal alleine auf den Weg. Gegen meine drei Space Marines hatte da keine Chance. Da greift uns Schwarze, der Stalker. Ja, was mir leider später erst aufgefallen ist, dass da ein Worker nicht arbeitet. Warum der nicht arbeitet, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber gut. Passiert, wir sind alle, ja, Menschen. Ja, doch. Außen, außen. Und ja, wir sehen jetzt erstmal dann hier die Siege Tank, oder ein Siege Tank, der dann da noch als Unterstützung dazu kommt gleich. Und ich denke mal, erstmal werde ich dann hier meine. Ja, jetzt kommt ein Siege Tank, aber dann wird es auch gleich. Da kommt der Stalker und der darf sich auch sofort wieder verkrümeln. Ja, das Tech Lab wird jetzt gleich an das Starport rankommen und jetzt kommt danach nochmal hochgerannt, der Spacko. Ja, und dann sehen wir, wie der Stalker schon abgefangen wird von den Marines. Jetzt versucht er Hit and Run zu machen und haut nicht so ganz hin. Was der nee, hier jetzt, na, zum Glück nicht. Ja, er macht hier hinten bisher noch, jetzt macht er erst die Warp Gates daraus, macht nur Robotics schon. Mit einem Ready Point zu meiner Natural. Und ja, 3 geht Robo ist das hier, ne, was der abzieht mit dir. Ja.
Ja, er geht zum Watchtower da. Der Watchtower hat eine gute Sicht über diese schöne Echse hier. Und das wird leider mit später zum Verhängnis, denn da werde ich hin exen. Als erstes, weil ich die Naturals zu unsicher finde. Es gibt viele Möglichkeiten, da reinzukommen. Und ich habe mir gedacht, na, das ist mir zu riskant, wenn er meine Berserker mir dann direkt alle meine Worker kaputt macht. Natürlich Ja. umso dümmer, dass er dann erst zuerst meine andere Base gesehen hat. Also auf gut Deutsch, er sichert sich als erstes erstmal die Map Control, um ein bisschen Überblick zu haben, falls du kommst, dass er weiß, er kann schnell was nachwarpen oder lässt sich ein bisschen Supply frei, denke ich mal. Ja. Das wäre ein bisschen klüger, dann in den Watchtower zu erklären, oder? Ja, und jetzt, wir sehen noch ein Pfeil jetzt von ihm da zum Warp. Er benutzt die nur komischerweise nicht. Und da kommt sein Observer und ja, meine Base macht sich auf den Weg, geht da hinten lang und ja, erster Banshee ist draußen, Raven kommt dazu, dritter Tank und weitere Space Marines folgen da. Engineering Bay kommt noch und ich könnte mir eigentlich eine Mule runterholen, aber die kommt noch nicht. Er Das hat sich checkt man dann. natürlich, das war hier noch nicht. Nee, das mache ich. Das habe ich jetzt reingemacht, weil es eigentlich ist, ist nicht so früh unbedingt jetzt notwendig, das unbedingt jetzt zu machen. Wir sehen bei ihm jetzt auch die Echse da mal und Ja, die sehen hier. die nimmt er sich jetzt hier nach, also 8 Minuten ist das noch im Rahmen. Manche machen es früher, manche später. Ich hatte hier meine Echse eindeutig früher. Und ja, jetzt ist durch meinen Raven sein Observer down gegangen und er warpt dann noch mal ein paar Stalker rein. Und mit dieser Armee steht er da jetzt drum rum. Ich könnte jetzt eigentlich. Ich habe leider zu wenig Space Marines für ein Go hier, deshalb kommt da jetzt auch die weitere Barrack da hinten dran. Und er zieht sich dummerweise jetzt gleich zurück zum Watchtower, dann sieht er meine schöne Echse hier, oder also im späteren Verlauf. Das ist leider ein bisschen doof gelaufen. Ja. Obwohl, wenn ich jetzt hier der User wäre und ich hätte nicht deine sag ich mal, nicht deine Maßigkeit, aber hier der Space Marines und Tanks und all so ein Kram, wäre ich schon mal auf Chartsales gegangen halt, um die direkt zu nicheln, sag ich mal. Wäre viel einfacher Ja. Spiel gewesen. So, jetzt sehen wir, dass er hier drauf geht. Oder zumindest versucht, verliert er einiges an Einheiten, um dann zwei Force Fields, um was Schlimmeres zu vermeiden. Aber da könnte ich noch mal ein bisschen was mitgeschnibbelt. Hätte ich jetzt einen Rego eigentlich machen können, nur ich war mir. Da war eigentlich die perfekte Möglichkeit zum Push gewesen. Aber hier nichts gemacht draus und ja. Erstmal die nächste Echse gemacht. 1-0 Upgrade wird hier erforscht in dem Engineering Bay. Und ja. Weitere Banshee kommt. Tech Lab könnte man jetzt mal. Oder ein Reaktor kommt dran, Worker geht wieder arbeiten und weiter Siege Tank hier eigentlich alles recht klar. So. Ja, sein so Stückchen Armee, jetzt im Nachhinein hätte ich da mal einen Push gemacht, ne? Oh, unglaublich geil. Eigentlich ist das Bild echt geil, aber man muss sich halt ein bisschen schlau anstellen. Ja, hätte wäre Fahrt, das sage ich halt dann nur dazu, was nicht alles Ja, genau, hätte man, hat man nicht, kann man auch nicht ändern. So, jetzt geht's hier drauf. Oh nein, es geht nicht drauf. Ich ziehe mich nur nach vorne. So ein Pech aber auch. Ja, jetzt nehme ich mal meine Echse. Ich habe mir gedacht, ich habe ihn zurückgeschlagen. Er wird bestimmt nicht noch genug haben hier, um jetzt nochmal ein Go zu machen fürs Erste. Dementsprechend die Sicherheit hier mit dem Echsen. Ja, er läuft jetzt hier drum rum. Sieht fast meine Echse hier. Und, kommen ein paar Space Marines dazu. Das, was bei ihm anguckt, hier hat viele Gebäude für eigentlich. Jetzt kommt auch mal bei ihm 1-0 Upgrade, ne? Aber wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Gebäude für zwei Basen. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Eigentlich die 6 Gebäude. Und hier sieht er meine Echse da. Und dadurch kann er jetzt hier gleich leider ein bisschen Stress machen. Was Ja. mich gerade ein bisschen irritiert ist, weil der hat jetzt in seiner Base 4 Gates stehen, aber eins ist, also eins von den Sachen nicht geworbt. Ah, jetzt, okay. Ja, wollte gerade sagen, wird jetzt gerade gemacht. Aber er baut weitere Gebäude, ohne eigentlich die dafür vorgesehenen Anzahl an Basen zu haben. Man sagt ja so ungefähr drei ein Gebäude pro Base. Und er hat ja hier eindeutig weniger. Und ja, jetzt geht er auf meine Echse. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ist zwar nicht viel, was Gut. er ha hat, aber. Ja gut, selbst wenn die Echse jetzt fällt, du hattest bis dahin bestimmt das Income, was jetzt wahrscheinlich einen größeren Vorteil verschaffen hat. Sag ich mal Ja. so, das reicht. Ja, ich habe mir auch schon meine Natural genommen, aber trotzdem ein bisschen doof und ich gehe jetzt auch drauf, weil ich mir denke, so, ja, das, ne, ich lasse mich ja nicht von dem verarschen hier. So, dabei sehe ich den Pfeilen hier, der Pfeilen geht natürlich down und er zieht sich hier zurück. Schöne Force Fields da, um meine Worker abzuknallen, aber
Meinetwegen. Ja, Wacker haben oder nicht haben. Oh, da läuft sogar noch ein Immortal, hätte ich dem abgeknallt. Hätte ich nicht. Aber hat mehr Worker als du, ist bei der Zahl 43, du 28. Ja, es wird noch um einiges hier runtergehen bei mir. Es wird noch. Also er setzt mich hier stark unter Druck und das wird ein echt heavy Game. Und aber. Tja. Ja, auch jetzt sieht man eigentlich, seine Armee ist noch sehr klein. Ich könnte ihn eigentlich selbst jetzt noch immer schlagen, weil ich war dann ein wenig zu zögerlich. Und wenn man jetzt nämlich guckt, da kommen weitere Immortal und jetzt hat er einen Supply Block, der arme Kerl. Und er baut Cannons dann noch zum Absichern und durch die ganzen hier Unsterblichen ist es hier, die sind in diesem Fall wirklich unsterblich, da er davon recht viel hat und meine Armee dafür doch noch ein wenig zu schwach ist. Ja, wir sehen immer noch nur das 1-0er Upgrade, das ist ein bisschen wenig, ne? Und wir sehen bei ihm jetzt schon das 1-0er Panzerung und also geht er da jetzt auch gleich mit den diesen Sachen zum Vorteil. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich will nicht drauf gehen. Ich weiß nicht, was hat der da hinten wohl alles noch stehen und gerade mit den Cannons, da wollte ich jetzt nicht meine ganze Armee dran verschwenden und dementsprechend sehen wir jetzt hier gleich eine tolle Aktion. Double Robotics bei ihm. Ja, Double und zwar, ja. Ja, Robotics Facility, Robotics Base, Entschuldigung, so, wahrscheinlich für Kolosse. Er geht, genau, ja, und er geht hier drauf und gleichzeitig gehe ich hinten drauf. Ja, Basebird nimmt sich sowas. Und das ist natürlich jetzt eine richtig tolle Aktion, denn jetzt muss er sich erstmal wieder zurückziehen und dann ist das Dumme, dass meine Armee sich ein bisschen doof anstellt, aber kann hier ein bisschen Stress machen und Power. Ja, seine erste Robotics Facility wurde hier schon gekriegt von deinen Banshees und die anderen werden gerade angezochtet. Nur leider, ja, das jetzt sieht man eigentlich auch schon hier, dass die Armee von ihm das eigentlich nicht aushält hier, aber ziehe dann mal Raven zurück, aber er hat zum Glück jetzt keine Einheiten mehr, die aus der Luft mich angreifen können und dementsprechend kann ich hier noch schön den einen Mortal wegnehmen. Nee, den nehmen wir noch nicht mal. Schade. Aber da kommen ganz viele Stalker und dann hat sie die Sachen sich. Die lasse ich jetzt einfach sterben, hab mir gedacht, so komm. Kommt auch nicht mehr drauf an. Ja. Und jetzt bin ich natürlich hinten total im Nachteil und ich habe mir deshalb hier eine kleine Sache ausgedacht. Ich habe einfach eine zweite Exil genommen und mach daraus jetzt hier ein. Planetary Fortress, genau, und dann mache ich jetzt hier meine normale Exit zum Exit und er geht jetzt hier drauf mit seinen paar Störkerchen und seinen vier Immortals, von dem der eine ja ganz schön angehittet ist. Ich bisher nur Space Marines, ich habe jetzt auch noch eine weitere Tech Lab genommen, wo ich jetzt Concussive Shells noch reinmache, um Marauder zu bauen, weil die jetzt eigentlich gegen Marauder sind sehr gut, eigentlich gegen die Immortal und ja. Jetzt kommt auch bei mir das 1-1er Upgrade ist jetzt drin, genauso wie beim Protoss. Und ich sehe jetzt eine Echse durch meine Pointy Friends Drone. Und ja, bei ihm kommen auch im Moment keine weiteren Upgrades. Und ja, jetzt sieht man, dass das eigentlich recht eng wird. Er geht nämlich jetzt drauf und zum Glück ist meine Planetary schon fertig, denn jetzt sieht er die und zieht sich dann auch sofort zurück hier. Obwohl ich noch nicht mal ausgegangen wäre, dass wenn er die zerstört hätte, ich da große Chancen gehabt hätte. Jetzt läuft er hier hinten mal lang und wir sehen jetzt mal ganz gleich ein paar lustige Gebäude. Nämlich, da kommen sie. Wir sehen Starports, wir haben es, ja, Raumportale, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja. Ja, ich mache meinen Eingang vorne sicher, bei meiner Planetary Fortress, da kommen ein paar Siege Tanks hin, da kommt er nicht mehr durch. Und natürlich ist noch das Problem, wie er könnte jetzt hier dann kommen, deshalb habe ich aber auch da die Echse gebaut, dadurch würde ich es sofort erkennen. Und jetzt geht er da drauf und ich wollte gerade den Sensorturm bauen, um das zu verhindern, was nämlich jetzt passiert. Und jetzt ist die Scheiße hier am Dampfen. Siege Tank hier hingestellt, Worker zurückgezogen, noch das Beste rausgemacht und kann jetzt zumindest noch einiges mitnehmen, da er hier ein bisschen eng der Weg ist und ja, dann lasse ich ihn jetzt hier einfach abhauen, weil ich mir denke, komm, scheiß da drauf. Das ist nicht viel, auch jetzt hier sieht man eigentlich, so stark ist seine Armee gar nicht, seine Armee wird noch stark. Mhm. Fällt mir gerade mal ein, ich habe heute auf Team Liquid Planetary Fortress Wash gelegt, hätte es ja mal machen müssen bei ihm. Ja, ne, ist klar. Stell ich mir gerade mal so vor, stehst du vor dem seiner Base mit fünf solchen Dingern, ja. Wir sehen seine zweite Echse hier und dadurch will er wahrscheinlich jetzt noch mal ein paar neue Mineralien sich nehmen, die er auch wirklich braucht, denn wir sehen immer noch viel, viele Gebäude für viel zu wenig Mineralien, die er eigentlich hat, obwohl er hat sehr viele Mineralien sogar, aber irgendwie, er hat ein bisschen zu viele Overmans, würde ich mal eher sagen. Er könnte die hier viel besser nutzen und er hat sogar drei Echsen inzwischen. Ja, der kann sich auch nicht irgendwie entscheiden im Bild, ne? Zwei Dings hier, nennt sich zwei Stargates.
Ja, er baut einfach wild alles und dann noch eine Forge, also da ist wie so ein Bot auf leicht, die erstmal alle Gebäude bauen und dann angreifen gehen. Ja, obwohl der macht das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht, das muss man ihm mal hier lassen. Da vorne kommt der Pile und falls ich hier die Rocks nehme, hatte ich nämlich erst vor, der wird zum Glück, glaube ich, nicht gemacht. Wir sehen auch, meine Armee hat sich wieder eigentlich ganz gut trotz seiner Angriffe erholt, ne? Viele Siege Tanks und Raven wieder drin, der ist natürlich immer noch angehittet, aber den hole ich mir keinen neuen. Und Space Marines, und ich nehme jetzt noch einen Reaktor, also einen Starport mit Reaktor, wo ich da mal ein paar Medivacs baue, hätte man keinen Supply Block. Supply-mäßig ist er auch über mir, und aber sonst eigentlich recht ausgeglichen. Meine APM ist natürlich wieder im Keller, wie auch jedes Mal. Und ja, normal würde ich sagen. Du bist ja keine Maschine. Nein, aber guck mal, er ist ja nicht mal APM von 36. Oh, und jetzt wieder von 0. Bim, bim, bim. Die ist ja... Mein Gott, ist die hoch. Nein! Auf APM kommt es nicht an, es kommt auf das taktische Ding an. 60, 0. Oh, schade. Ja, okay. Aber, wir sehen jetzt auch noch das Upgrade für die Schilde und Phasengleiter und Kolossi, und jetzt beginnt langsam hier seine Armee an Form anzunehmen und mit einer Form, wo ich leider das Problem habe, dass ich bisher nichts gegen Kolosse habe. Da ist wieder das Problem, was ich eigentlich euch raten kann, nur immer wieder zu machen, nämlich zu scouten, weil dann hätte ich jetzt hier längst gesehen, oh, der baut Kolosse, und zwar mit seinen zwei Forges, wirklich mit seinen zwei Robotics, Mars und auch Mars Phasengleiter, und das hätte man sich dann angucken können. Somit bin ich ein wenig, ja, am Arsch. So, und jetzt wird nämlich gleich die Party beginnt. In wenigen Minuten hier und wenigen Sekunden. Wir sehen noch ein paar Medivacs, die ich hier reinhole. Und jetzt geht er dahin zu den Rocks. Und guckt jetzt hier. Und sieht da meine Echse und nimmt die sich jetzt hier. Nimmt damit, ne? Ja, ich ziehe meine Worker weg, ziehe sie nochmal zu dem hin, um da meine Mineralienstücke loszuwerden, und gehe da jetzt mit meiner Armee hin, und gleichzeitig bewegt er jetzt seine Armee auch dahin, und das wird natürlich jetzt ja ganz schön eng bei seinem, und da habe ich mir zum Glück ausgenutzt, sehe ich sofort die Siege Tanks in den Siege-Modus rein, und dadurch verliert er hier auch noch einiges an Einheiten, die er sich, das gab jetzt gerade echt ein Feuer, da bin ich nochmal hinterher gegangen, weil den wollte ich noch kriegen, und das schaffe ich dann auch, und da habe ich mir gedacht, das war jetzt sein Go, da kann ich den Re-Go machen. Was ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, war, dass er hinten Kolosse stehen hatte. Und dementsprechend bewege ich mich jetzt hier locker flockig drauf hin, ein paar Siege-Tanks noch zur Absicherung gelassen mit ein paar Space Marines, und meine Armee darf sich jetzt... Tu es! Beweg dich! Geht doch. Du müsstest sie auch in den Siege-Modus bringen, die zwei, die hinten stehen. Ja, das mache ich jetzt. So, da stehen sie. Einmal zum Watchtower gehen, und dann sieht man hier drei Kolossi. Ich glaube, ich habe sie gesehen, nein, ich sehe sie noch nicht mal. Das ist natürlich umso beschissener. Und ich benutze auch keinen Scan. Gehe jetzt einfach wild drauf, und jetzt sehe ich die Kolosse erst. Und jetzt gibt die Party schon ab. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja, genau, vier Kolosse und mit Upgrades und allem möglichen. Und dann siehst du nur noch, wie meine Armee dahin fällt. Ein Koloss hat von vier überlebt, ist natürlich nur ganz gut. Habe ich zumindest noch so viel Schaden wie möglich gemacht, aber da steht einiges noch von seiner Armee, wenn man sich das mal anguckt. Und ja, von mir leben noch drei Medivacs und ein ganz schön angeschlagenes. Das könnte ich Banshee ja sagen, hättest du deine Marines gesplittet und ein bisschen auseinandergestellt, dann hätte das Range Up. Ich hatte es ja gar nicht vorher gesehen, deshalb war das das Problem. Ja, meine Echse fällt da logischerweise, das sieht jeder Mensch mit dem Krückstock. Und dementsprechend hier. Ja, alles fällt hier, geht hier den Bach runter, und ich hinten stehe da mit meinen paar, mit meinen vier Siege Tanks, und kommen jetzt endlich erst die ersten Vikings, und wir sehen, er hat schon wieder drei Kolosse und Phasengleiter da fünf, und das, zum Glück hält er sich da sehr lange an meiner Base auf, was mir zumindest die Chance gibt, mich da noch ein bisschen hinten zu organisieren, obwohl ich da gerade, wenn man sich das, vielleicht sieht man das ja jetzt mal an der APM, genau, man sieht eine von 0, nein, dass ich eigentlich sehr am Ausrasten war, oder weil ich total unter Hektik stand, weil ich sah seine Armee und hab mir gedacht, mein Gott, ist meine Armee klein. Und da sind ja jetzt die ersten Vikings. Da geht er drauf, genau, und jetzt geht er drauf. Ich habe versucht, dann noch mit Raketentürmen was zu machen, aber das ist natürlich hoffnungslos gewesen. Und jetzt geht hier meine Armee drauf, die zieht sich aber auch wieder zurück, weil ich sag mir, da ist sie zu eng. Meine Siege Tanks sollen ja auch noch ein bisschen mitarbeiten.
und ihr seht, wie meine Armee da. Das ist eine Laserparty sondergleichens. Aber komischerweise gewinne ich hier. Es sah nicht danach aus, aber seine Armee ist weg. APM von 240, weil man mag TV. Oder die Waldfee. Ja, ich stand da jetzt gerade und hab mir gedacht, wo ist seine Armee? Meine war doch schwächer. Ja, und anscheinend habe ich es doch irgendwie geschafft, ihn jetzt rauszubashen. Mach jetzt noch der 2-1er Upgrade hier. Und ja, jetzt muss ich ja noch den Raketenturm kaputt machen, damit ich damit meinen Belagerungspanzer und Siege Tanks durchpasse. Und gehe jetzt hier drauf. Ich habe einige noch an Vikings, um es genau zu sagen, sind 7 Stück. Und immer noch ein Banshee und alles hat es voll gesund fast. Und damit kann ich jetzt, habe ich mir gedacht, so jetzt oder nie. Das ist jetzt, ne, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und wieder zum, da habe ich mir gedacht, nee, doch nicht. Einfach drauf. So, die paar Watt da steht, das schnappt man so weg. Das war ja nichts. Da hinten sehe ich 2 Kolosse ankommen. Noch ein Kolosse. Ja, mein einer wird da weggeschnibbelt. Und jetzt geht's hier drauf. Und der Koloss fällt. Und da kommt der GG. Meine Vikings stehen da oben noch. Er hat nichts mehr. Seine restlichen Einheiten werden auch fallen. Und dann könnte ich mir hier locker die Echsen knabbern. Und ich habe noch genug Mineralien. Könnte hier sogar noch wieder ganz viele Basen aufbauen. Und dementsprechend... Ich habe einmal schon mich gewundert nach dem Spiel, warum ist er rausgegangen? Er hat viel mehr Worker. Er hat öftere Echsen. Er könnte noch locker noch nachproduzieren. Aber er hat nichts mehr in Produktion. Und doch ein Koloss noch. Aber was soll bitte ein Koloss bitte einrichten, wenn ich da noch 7 Vikings habe? Da kann er vergessen. Da kann er Koloss rennen gehen. Mehr aber auch nicht. Und... Ja, er hat zwar auch noch ein paar Warp-Gates, aber letzten Endes hätte ich da jetzt eigentlich... Der Go hätte es wahrscheinlich jetzt wirklich hier die Wende gebracht, selbst wenn er noch weiter gespielt hätte. Ich hätte die Echse kicken können, bis er die nächsten Einheiten da gehabt hätte, wäre die Echse weg gewesen. Ich hätte dann hinten schon wieder neue Armee gehabt und er hat ja jetzt seine ganze Armee verloren gehabt. Was ja bei mir nie der Fall war, ich hatte nie die ganze Armee verloren, nur meistens so gut wie alles. ja, aber ich habe am Ende eine APM von 222. Im Durchschnitt von 45. Irgendwas läuft da schief. na egal, hey, das sollte man abfotografieren und die Zahlen umdrehen. 45 im aktuell und 22 im Durchschnitt. Das wäre schon nicht 222, das wäre schon gut. Okay, ja, was hat er falsch gemacht? Er hat zu viele Gebäude gebaut, zu viel von allem und einfach zu spät sich für eine Sache entschieden. Und dafür auch, ja... Hätte er sich vielleicht ein bisschen schlauer angestellt, hat es manchmal draufgegangen, wurde unnötig, wurde sehr riskant, wo ich vielleicht gesagt hätte, nee, ich wäre nicht draufgegangen. Und naja, ist ja auch eigentlich egal, gewonnen habe ich, bin glücklich und zufrieden. Ich habe die neue Map schon jetzt mehrmals gespielt und konnte mich eigentlich bisher nicht beklagen. Die Echsen sind zwar eng alle beieinander, aber das ist eigentlich sehr gut, finde ich. Und ja, die Watchtower sind ein bisschen scheiße, weil die stehen so weit auseinander, da siehst du nicht viel eigentlich, außer vielleicht eine einzige Echse. Aber sonst, ja, die Natural ist sehr offen, das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt, deshalb mir so eine Planetary Fortress ist da schon mal eine gute Hilfe, um die Gänge erstens enger zu machen und auch noch ein bisschen zu schützen. Und da könnte man hier vielleicht noch so einen Sensorturm hinstellen und dann hat man eigentlich auch gute Sicherheit hier überall gewährleistet und ja... Ich sag einfach mal so, das war's. Es war jetzt nicht ein großer Strategiecast, das lag aber auch daran, dass ich das Spiel ein paar Minuten vorher gespielt habe und ich das Spiel eigentlich jetzt sehr gut kannte. Und ja, ich sag einfach mal so, wir sehen uns beim nächsten Replay. Ich sag bis dahin, adios und tschüss. Von meiner Seite auch tschüss, bis zum nächsten Mal und hab Spaß am Zocken.